Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Autogesellschaft Dresden. Heute geht es um dieses Auto und um seinen meiner Meinung nach direkten Konkurrenten, den Tesla 3. Und den hat uns der liebe Doron mitgebracht. Hey. Und der Doron hat gesagt, pass auf, ich hab so ein Ding, wenn ich mal dagegen bin, komme ich vorbei und dann halten wir mal, oh Mann, Lehn, Vergleich. Ja, und schauen wir mal, was abgeht. Der Doron hat vorher jetzt in dem Auto schon drin gesessen, ne? Ich aber jetzt in dem noch nie. Mhm. Er hatte schon auf der Fahrt vor uns mal erzählt, dass, was ihm gut gefällt, was ihm nie gut gefällt. Da habe ich gesagt, spart ihr das auf fürs Video jetzt. Mal so einen direkten Vergleich, weil ich finde die Autos von der Größe, nicht bloß von der Farbe, aber von der Größe und von der, vom Platzangebot und glaub, preislich ähnlich. Was kostet das Ding neu? Also der jetzt, so wie er da steht, liegt bei 41.000. Okay, das ist deutlich günstiger. Mit Rabatte? Ohne. Dann kostet nochmal 9.000. Also was ist denn der reine Bruttopreis? Ohne alles? Ja, ohne alles. Ja. Ohne Abzug. Ja. Ne, da sind wir bei den 41.000. Nach Abzug, Moment, so 32 ungefähr. Was? Wie viel? Ja, also der hat jetzt, so wie er da steht, mich theoretisch 32.000 gekostet. Aber ich lese ja nur, von daher. Für das, was das Ding mitbringt, ist es echt billig. Da geh mal zu Audi und hol dir mal so ein Auto in der Größe. Da reden, also sag mal, wir nehmen jetzt nichts mit über 300 PS, wir nehmen einfach nur was mit 200 PS. Mit, was kann das? Der kann ja eigentlich wahrscheinlich fast alles, ne? Der kann vieles, ja. Also wir reden hier über ein Modell 3 mit Single-Motor, das ist quasi ein Heckantrieb, oder? Der ist Heck, genau. Mit 325 PS, das ist 21er Modell, ja. Gibt es hier eigentlich, sag mal ganz ehrlich, gibt es jetzt hier irgendeinen signifikanten Unterschied zum 20er Modell hier optisch? Zum 20er, da, ich weiß nicht, 20er hat wahrscheinlich noch die Chromleisten. Ja. Da ist eigentlich hier alles noch Chrom. Ja. Spiegel, das ist alles Chrom. Ja, das erinnert mich sehr an Fiat hier irgendwie. Wie geht denn die Scheiße? Achso, ja genau, ne? Das ist schon Fiat-Style. Aber auch cool. Ja, hat was. Bin ich gespannt, wenn das da mal eingefroren ist, wie du das aufkriegst. Ja, das steht sogar am Handbuch drin. Das hast du so mit der Faust dagegen schlagen und dann geht's. Hat funktioniert bis jetzt. Klopst ein paar Beulen rein. Er kommt ja aus dem Vogtland, ne? Ihr habt ja noch ein bisschen was mehr Schnee als wir hier jetzt in der Region. Ja, ich bin auch im Erzgebirge unterwegs, aber bei Schnee ging trotzdem gut. Ah, okay, also sofort funktioniert. Ja, hat funktioniert. Okay, was ich persönlich, ne? Also ich meine, letzten Endes, gut, jetzt mit. Er hat ja noch andere Räder dabei, das sind jetzt die Winterräder. Optisch, jetzt mal ganz gerade raus. Der Jürgen hat schon gerade gesagt, futuristischer sieht der Tesla wohl aus. Ja, safe, ne? Okay, für mich sieht das aber eher aus wie mehr nach Auto. Ja. Das schreit nach Elektrokarre, der Tesla. Komplett, weil die Wetter ist auch Tesla Elektro. Hier ist immer, wissen die meisten Leute gar nicht, was das ist. Mhm. Das siehst du dann immer an so fragenden Blicken, so wenn du mit dem Auto an jemanden vorbeifährst, der so automobilbegeistert ist. So. Mhm. Ja, das war mit dem am Anfang wahrscheinlich auch, ja, wo der neu war. Jetzt haben sich die Leute daran gewöhnt, denke ich, schon wieder ein Tesla. Ja, Tesla kennt mittlerweile jeder. Gut, was gibt es jetzt hier noch Neues zum 2021er Modell? Irgendwelche neuen Lampen? Manchmal, das sieht hier auch ein bisschen anders aus, oder? Ja, genau. Das ist quasi der Schlüssel. Und den hältst du hier ran. Aber das ist schon ein bisschen schöner als das. Auf jeden Fall. Ne? Also. Ja. Den Preisunterschied. Machen wir uns jetzt mal nichts vor, ne? Hm. Die Karre kam ohne Prämien. Gut, jetzt muss man aber wirklich dazu sagen. Was kostet denn die Hütte mit dem größten Motor ungefähr? Mit dem größten? Das ist halt übelst teuer geworden in den letzten Monaten. Da kommt man schon bei, ich glaube, 6,57 raus. Also 6,57 bist du hier. Also 2-3 Scheine billiger als der Polestar, als Dualmotor. Weil wir haben den Dual-Kollegen mit 408 PS, der hat 325. Mhm. Was ich persönlich wahrscheinlich als Käse empfinde. Wahrscheinlich reicht der Single-Motor aus, weil er hat eine viel bessere Reichweite. Weil das Ding, also unser Polestar ist, kommen wir auch noch dazu, im Verbrauch nicht gerade der Hit. Okay, das heißt also, 57.000 ungefähr roundabout ist quasi die größte Top-Variante als Performance. Genau, das Performance-Modell ist das. Okay, gut. Das ist aber echt ein Schnäppchen, ne? Ja. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Also da brauchen wir nicht reden. Das ist echt billig. Wirklich. Also für einen Neuwagen, das ist ein neues Auto. Über Service, da kann man sich dann drüber streiten. Das ist dann halt Glück oder Pech. Also ich hatte bis jetzt wirklich noch gar keine Probleme, aber also was man so hört, ist Tesla Service echt nicht so geil. Aha. Das ist halt,
erstens kriegst du kaum Termine, wenn dann sind die übelst lang weg. Aha. Oder also dein Auto ist übelst lang 4, weg. 4-5 Wochen Wartezeit oder? Ja, und dann kann es auch mal passieren, je nachdem was ist, dass dein Auto ein paar Monate halt in der Werkstatt ist. Ja. Deswegen hoffe ich, dass nichts passiert. Mhm. Bis jetzt alles top. Wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren? Ich bin jetzt bei 10.000. Okay, das ist schon allerhand. Wie lange hast du denn jetzt? Ein halbes Jahr. Das ist schon sportlich, oder? Warst du schon mal Langstrecke irgendwo, also ganz weit weg so? Also das weiteste war jetzt Köln, also aus dem Vogtland nach Köln. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das? Vogtland, Köln, ja, 500 ungefähr, ja. 550 vielleicht. Ja, so die Dreh, das war bis jetzt das weiteste. Hast du es in Ehrenrutsch geschafft? Also ohne Laden meinst du? Ja. Nee. 500 Kilometer, spinnst du, Kunde? Nee. Keine Ahnung, also würde man das schaffen, wenn du jetzt mal angenommen 25 Grad und du fährst Tempo 80? Hm. Auch nicht. Nee. Also der hat als WLTP, glaube ich, 480 angegeben oder ja. So. Und realistisch? 300. 300. Egal ob Sommer oder Winter? Also ich sag mal, es macht vielleicht einen Unterschied von 50 Kilometern aus. Also es ist bei Tesla, die sind ja tatsächlich relativ weit oben, was es hier auch das Management mit Kälte und Wärme im Winter ist. Mhm. Und die haben einen relativ geringen Verlust im Winter, aber halt trotzdem, das merkt man deutlich. Mhm. Und hast du schon mal eine Stromrechnung gekriegt irgendwo? Wo lädst du überhaupt? Ich lade nur öffentlich tatsächlich. Aha. Bei mir, bei der Wohnung in der Nähe, ist eine Ladesäule. Ich wohne ja in einer kleinen Stadt. Ja. Und ich habe in Laufreichweite 8 Ladepunkte tatsächlich. Mhm. Und ja, da lade ich immer. Und Schnelllader oder? Nee. 50 Kilowatt? 11 kW. 11 kW, okay. Aber Vorteil, da habe ich so eine App, die hat mir tatsächlich jemand am Supercharger empfohlen. Aha. Und da bezahle ich 49 Euro im Monat und kann unbegrenzt an den 11 kW Ladesäulen laden. Okay, das ist cool. 49 Euro im Monat? Das ist geil. In Ordnung. Das ist richtig geil. Weil wir haben ja letztens ein Video gesehen, habe ich gesehen, von Max, wo der irgendwie Sorgen hatte, dass irgendwie seine Stromrechnung gerade diesen macht. Da saß ich so oft drauf und dachte so, oh Gott, so dann geht dich das nichts an. Und dann habe ich dir überlegt, nee, warte mal. Jetzt gehe ich ja doch was an. Scheiße. Die Förderung hast du mitgenommen, das waren über 9.000 Euro bei dir. 6.000 vom Staat und dann 3.000 vom Hersteller. Hersteller geht auch nochmal was. Warum? Ich weiß es nicht. Deutschland. Du hast das Ding geleast. Ich lease das Ding. Wie viele Kilometer darfst du fahren im Jahr? Eigentlich nur 10.000, hat nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich schon angefragt. Jetzt bleibt das Ding stehen. Das sehen die sowieso, das wissen die schon. Auf jeden, das wissen die. Ja, deswegen will ich halt noch auf 20.000 hochgehen. Das geht momentan noch nicht, aber wurde mir zugesichert, dass es bald geht. Und deswegen haben die gesagt, ich kann die Kilometer schon fahren. Weißt du ungefähr, was der Mehrkilometer kostet? 30 Cent. Au. Oh. Deswegen, das würde eine böse Rechnung werden. Alter, mhm. Dann hast du das ja schon ordentlich. Die haben gedacht, die drei Scheine, die holen wir uns dann über die Kilometer wieder. Ja. Genau, so ist es gelöst. Okay, 30 Cent ist schon eine Ansage, auf jeden Fall. Alter. Beim Leasing-Auto, beim normalen früher, wo wir noch Autos geleast haben, warst du vielleicht bei mehr Kilometer bei einem 5er BMW oder 3er BMW, vielleicht so bei 8, 9, 10 Cent. Ich dachte tatsächlich, das ist normal. Nee, finde ich schon viel. Überleg doch mal, wenn du 10.000 drüber rollst, bist du bei 3 Scheine, moin. Na, ja. Und die machst du locker, wahrscheinlich. Ne? Und dann suchst du dir noch irgendwo eine Freundin, irgendwo 100 Kilometer weiter. Ne? Und dann, wenn du triebgesteuert bist, hast du wahrscheinlich 100.000 gefahren im Jahr. Das weiß ich wen. Also das ist schon wild. Ne? Jetzt kannst du für einen Fuffi quasi mehr oder weniger fast schon für eine Flatrate auf Deutsch gesagt ja eigentlich fahren. Hm. Wie blöd auf Deutsch gesagt. Problem ist nur, dass der Hersteller sagt, ja mein Junge, fahr immer weiter. Wenn er dann einen Zweitwagen als Verbrenner hat. Lasst! Ich kenne Leute, die haben das machen müssen, weil die einfach so komplett Game Over waren beim Leasing, sich so verschätzt haben mit den Kilometern. Ja. Und das weiß so fast jeder Hersteller, 10.000 Kilometer, das hast du gefühlt voll gefahren, da hast du früh deinen Fuß aus dem Bett gestellt, sind die 10.000 Kilometer voll. Ja. Das geht so schnell. Das stimmt. Wir haben jetzt das Ding, unseren Polestar haben wir jetzt angemeldet, glaube ich, Anfang Januar. Ja, glaube ich. Anfang Mitte so. Wir sind jetzt 3.500 Kilometer gefahren in nur Stadt, nur so ein bisschen in den Hertingeln. 300.000 Kilometer bis Anfang März. Also wir würden noch hinkommen, aber du bist ein junger Mann, ne? Anfang 20. Was machen die jungen Leute? Fahren überall hin. Jeden Meter. Alles. Kostet ja nichts. Egal, ist Elektro. Das ist halt vor allem wirklich mit dieser App, die 49 Euro, die bezahle ich, egal ob ich viel oder wenig lade, und habe ich halt Bock zu fahren. Ja. Das hat es halt nicht besser gemacht, ja. Sag ich mal. Genau, das macht es halt schlimmer, das wissen natürlich auch die Hersteller. Die wissen ja das Verhalten ihrer Kunden. Aber zeig noch mal ganz kurz hier dieses Ding, das ist schon cool. Das ist halt wirklich wie so eine Karte aus dem Fitnessstudio, ne? Ja. Und das geht nur hier, oder? Genau. Das hältst du hier drauf. Das ist kein Keyless in dem Sinne, sondern du hältst die Karte dran und dann sagt er Hallo. Genau.
Hier? Ungefähr hier hin. Ach, ungefähr dort. Also, oh, da würde ich mir ein Feit, glaube ich, hinkleben wollen. Damit ich das so finde, wenn ich besoffen bin. Hä, ja, das ist mir. Haare drum rumkleben, Kunde, da finde ich die Stelle auch. Aber können wir kurz drüber reden, wie weiß das ist? Alter, krass. Alter. Das sieht aus wie Schnee. Aber siehst du jetzt schon nach 10.000 Kilometern, dass es so langsam gelb wird, ne? Ein bisschen, und das ist nicht so, dass er hier für 24-Stunden reinfährt und auf dem Sitz pinkelt, sondern das ist halt einfach, ja, der ist ja so. Was denkst du, was die 24-Stunden-Typen machen oder Rennfahrer generell, wenn die schiffen müssen? Na ja, dann lass laufen, Kollege, ne? Weil anhalten wir, mal schnell anhalten, so ein Pissen ist nicht. Ja, sieht geil aus, aber sieht jetzt schon sehr, sehr vergilbt aus. Die Frage ist, was erzählen sie dir dann bei der Rückgabe? Muss das dann aussehen wie neu? Oder sagen die dann, ja, ist, geht klar? Ne? Das ist mir jetzt tatsächlich noch nicht so aufgefallen, aber ja, doch, hier am Rand sehe ich es auch. Hast du eigentlich dich fürs Leasing entschieden? Warum nicht fürs Kaufen? Weil es teurer gewesen wäre. Wie viel teurer wäre es denn gewesen? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber dann wäre halt nochmal eine Schlussrate gewesen und das hätte ich nicht stemmen können. Also ich hätte es sicherlich lieber gemacht, aber ich bin dann einfach danach gegangen, was jetzt im Moment für mich am günstigsten ist. Ja, ja, okay, verstehe. Gut, ich bin jetzt zum ersten Mal wirklich an dem Modell 3 so richtig nah dran, vor allem am aktuellen Auto. Ne? Was macht denn die Kamera? Ist das ein Sideview oder was ist denn das? Genau, das, die hat, also das Auto hat ringsrum 8 Kameras. 8, okay. Und das ist halt für einen Autopilot sind die wichtig. Mhm. Hier vorne sind quasi 3, dann 4, 5. Aha. Dann hast du halt hier nochmal die Nummer 6. Und dann hast du halt hier noch 2 jeweils. Was sind denn eigentlich die hier bei dem? 4? Ja. Und ich glaube hier. Im Spiegel, oder? Oldschool halt, Volvo halt. Ja. Irgendwo hier. Krass, aber an der Seite das oder nicht? Ja, okay. Die ist echt weit unten, muss ich sagen. Sieht man ja was? Ja. Ja. Ja, gut, aber das Problem ist, das hat er ja auch. Was macht die Kamera als allererstes im Winter? Ja. Dreckig sein. Ja, das ist ruhig. Halt komplett sinnlos. Die mockt schnell zu. Ja, das ist bei dem genauso. Die versotten ja auch während der Fahrt hier auf jeden Fall dann, ne? Die Kollegen. Aber die sind tatsächlich, da hatte ich am wenigsten Probleme, dass irgendwie die Qualität oder so scheiße ist. Aha. Okay. Das ist ja auch, kannst ja dir das auf dem Display einstellen, das gab es jetzt im letzten Update, dass wenn du blinkst, dass die Kameras aktiviert, quasi so als Spiegelersatz. Super. Okay. Wie lange Garantie ist denn auf das Ding? Weißt du das grob? Auf die Batterien und Motoren? Ich weiß 80.000 Kilometer und wahrscheinlich 4 Jahre, schätze ich mal. Und dann ist Feierabend? Dann ist Feierabend. Okay, da wollte ich glaube ich bei ihm waren es, müssen wir nochmal in die Unterlagen gucken, ich glaube 160.000 und 8 Jahre. Das ist schon eine richtige Ansage, also Batterien, ne? Ja. Das ist ja eigentlich so ziemlich das Teuerste. Du darfst ja nicht vergessen, du hast ja dann 2 Motoren drin im Auto. Mhm. Da kann der eine müde sein und dann 2 Jahre, ein halbes Jahr später verabschiedet sich der andere. Und wenn du dann keine volle Garantie mehr hast, das ist ein Wegwerfauto. Mhm. Also es ist gerade so Akku, da wird sehr viel übertrieben tatsächlich. Wie, dass die Haare so schnell degradieren, das stimmt nicht tatsächlich. Es soll so auf 100.000 Kilometer ungefähr 2% sein, was jetzt mal, sage ich, in Ordnung was ist. Was sie an Leistung nachlassen. Ja, genau. Gut, das ist okay. Nee, es geht halt darum, dass zum Beispiel wie beim Max, den komplett sagt, ciao, ich bin in die Fritten. Jetzt lass mal sein, das passierte genau bei 80.009 Kilometer und nach genau 4 Jahren und 1 Tag. Mhm. Was macht denn dann Tesla? Sagen die nur, komm her, wir bauen neu eins, scheißegal. Oder haust das Ding in deine Fritten. Da kann ich mich an so eine Szene erinnern, wo irgendwelche Finnen oder Norweger so ein Ding, ich glaube, was war denn das, Modell S? Gesprengt haben. Mhm. Weil, was willst du dann damit noch machen? Und wir haben auch schon jemanden in der Community gehabt, mit einem Golf E. Die hatten irgendwie ein Leasing oder sowas, ich kann auch nochmal in die Kommentare vielleicht reinschreiben, wenn er das Video sehen sollte. Der hatte erwähnt, dass sie das Auto dann auch in den Export gegeben haben, weil Schrott war. Für irgendwie 10.000, 12.000 oder irgend sowas. Nach 2 oder 3 Jahren. Und Neupreis irgendwie wesentlich paar 30 oder sowas. Das hat sich dann, glaube ich, auch nie gerechnet. Aber lass uns mal reinsetzen, oder? Na klar. Kann ich mich mal auf den Fahrersitz hocken oder gehst du auf den Beifahrersitz oder hier nach hinten? Jo. Da sage ich dir ganz ehrlich, wer kennt den Film Demolition Man? Hunde, was ist mit euch eigentlich? Was ist denn passiert in den letzten 20 Jahren? Das verstehe ich nicht. Der Netflix ist eine coole Serie. Demolition Man, Kunde mit Wesley Snipes und Sylvester Stallone und Sandra Bullock, Kunde. Sylvester Stallone kenne ich auch noch. Sandra Bullock kenne ich auch noch. Ja, guckt euch den Film mal an. Ganz ehrlich, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass der Elon sich hat nie davon inspirieren lassen. Genau, machen wir mal mit Demolition Man an. Machen wir an hier. Machen wir schnell. Das ist natürlich geil. Aber ich glaube, das kann meiner auch. Hm. Ich weiß bloß nicht wie. Aber nicht so cool, weil deiner ist hochkant. Das ist schon sehr geil, ne, längs. Ja. Das gefällt mir auch. Ich finde auch, die Auflösung des Displays ist, glaube ich, hier nochmal krasser. Ja. Also wer sich fragt, wie kriegst du die Zeit beim Laden tot? Auf jeden. Mit deiner Lieblingsserie. Kriegst du auch YouPorn hier rein?
Also sieht nicht gut aus, Demolition Man. Terminator haben wir da. Schade. Bei YouTube vielleicht? Kriegst du YouTube hier drauf? YouTube gibt's auch, ja. Guckt mal alle die Autogesellschaft. Achso, apropos. Was ist denn hier mit den Abos los, Freunde? Hä? 6% gucken und 40% haben... Nee, Quatsch, mal wie rum war das? Ja, so rum, ja. Doch. Nee, 40% haben nur abonniert. Das ist aber eine Frechheit. Das hab ich letztens in irgendeinem Video gesehen. Da fiel mir ein, muss ich mal Kamera gucken. Ach, guck an. Das war am Ende vom Maxine-Video. Ja, genau. Ja, ja. Also Unverschämtheit. Leute, das muss ich ändern hier. Da müssen wir auch mal ran hier. Nee, ja. Das war jetzt eigentlich nicht. Ist abonniert? Oh, sehr gut. Keine Glocke, Kunde. Hier, oh, Glocke an. Was soll denn das? Sinnlos. Ja, Glocke an. Abo beenden. Das macht auch Sinn. Komplett Sinn macht das. Glocke an, Abo beenden, ja oder nein? Okay. Das macht komplett Sinn, finde ich auch. Was sollten wir immer so machen. Was wollen wir jetzt mal kurz den Trailer angucken? Aber Alter, Wesley Snipes, Kunde, wo der jetzt hier die Kunden zerlegt. Alter, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie jetzt finden. Das war natürlich komplett... Ah. Das ist so gut ja, aus. Ja, 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 das sieht schon komplett gut aus. Achtung. Genau, hier ist er eingefroren, der Kollege. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, hast du das gesehen? Mhm. Na, das war jetzt nur das Lenkrad. Und Display. Und Display. Und da kannst du ja sagen, was du willst, Kunde. Aber vor 40 Jahren, dass die das schon wussten, wo der, oder vor 30 Jahren, wo der Film quasi gemacht wurde, produziert wurde. Und das sind wir auch genau gleich bei meinem Thema. Also von der Verarbeitung her sieht es jetzt nicht schlecht aus. Finde ich. Weil du meinst, der vorhin der Polster wäre besser, was hattest du da so? Ja, ich finde so allgemein so hochwertiger und vielschichtiger. Hier ist halt alles so wirklich clean und halt so Plastik, sage ich mal. Mhm. Und im Polster, da ist halt schon ein paar andere Materialien drin, sage ich mal. Und was ich zum Beispiel sehe, da kriege ich schon Föhn, ne? Mhm. Das ergibt hier keine Linie, das fällt ein, siehst du das? Was meinst du? Ja, das ist wellig, ne? Das ist wellig, krieg schon, da ist schon gar nicht meins. Da ist schon vorbei bei mir. Aber du merkst schon, dass man hier natürlich irgendwo den Preis, ja, okay, dass das halt alles auf maximal schnell zusammenbauen, ne? Aber ja, kannst jetzt, das ist alles jammern auf hohem Niveau, ne? Also ich finde die Türpappen und das Leder hier eigentlich ganz cool. Ja. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das macht was her, ne? Aber ja, ist schon gut. Wie sitzt man so vom Sitzgefühl an sich? Finde ich die Polster-Sitze besser. Hm. Also ich weiß nicht, ich muss mich mal ein bisschen nochmal justieren hier. Aber guck mal hier, da geht's schon los. Siehst du das? Ja. Ich bin jetzt kein Riese, ne? Ich bin 1,84, aber guck mal, hier ist Schluss und hier ist meine Kniekehle. Mhm. Also hier fehlen gut und gerne, weiß ich nicht, 15 cm? Also auf langen Strecken könnte es unbequem werden, du bist auch recht groß. Ne, Dach ist geil. Das Dach ist geil. Das ist halt geil bei Model Y, was quasi das gleiche in höher ist. Oh, geh mal die Kamera. Das muss ich mal filmen, warte mal, sorry. Aber das, ne? Okay. Was willst du zeigen? Naja, das sieht halt aus wie in einem Poco Domäne Sofa. Ach, das hier meinst du? Ja, natürlich. So. Okay. Ja, nimm's mir nicht übel. Das ist so von der Verarbeitung, ist wirklich so. Das ist wirklich nie der Knaller, ne? Also dann gebe ich doch, dann glaube ich, da hast du recht, die Innenraumverarbeitung ist ein Polster. Auf den ersten Blick flasht das weiß. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn der Übung, dass du hier reinguckst und denkst, boah, Alter, was ist jetzt, ne? Aber auf den zweiten und dritten Blick, dann sieht man immer mehr. Mhm. So Kleinigkeiten. Was ich aber wirklich sagen will ist, und das gefiel mir schon auf den Bildern, ne? Das ist halt so ein bisschen Kirmes, Autoscooter fahren. Wenn du das Ding noch rausnehmen könntest, wäre es perfekt. Beim Autoscooter gibt es auch nichts anderes. Das sind noch die zwei Hebischen hier und weißt du, also diesen hast du ohne und dann bist du. Hast du schon mal das Model S von innen gesehen? Nee. Weil da hast du quasi das abgeschnittene Lenkrad, ja, dieses Yoke, und da sind halt diese beiden Hebel auch noch weg. Ach krass, okay. Aber es ist schon, also okay, gut für die jungen Leute, so wie ihr beide, ne, ist das hier natürlich der Hammer. Ne? Jetzt muss ich mal versuchen, darf ich mich mal intuitiv versuchen hier durchzufummeln? Das hier sind so ein bisschen die Schnellfunktionen. Schnellfunktionen, so ein bisschen die. Also es ist ja... Das Konzept von Tesla ist, dass eigentlich so viel wie möglich automatisch gehen soll. Da müsst du bloß nichts mehr machen, so ungefähr. Ja, so ziemlich. Okay, Verriegelung, Autopilot. Fährst du oft damit? Ja. Also Autobahn, ja. Das ist gerade, wo ich hier hergefahren bin. Ja. Bin ich eigentlich eine Stunde lang Autopilot schön auf der Autobahn gefahren. Wie lang fährt er alleine? Wie viele Sekunden? Ich glaube 30. Aha. Und dann musst du halt mal so ganz kurz am Lenkrad. Also nicht lenken, sondern nur so... Anfassen kurz, genau. Ja, das macht der auch. Das ist also vergleichbar. Farbauswahl, ach du Gottes Willen. Ja, Boombox kannst du auch irgendwie Sounds nach außen abspielen oder auch nach außen? Reden. Du kannst auch nach außen reden. Genau, das ist halt das Megafon. Und dann sprichst du halt hier drin. Hier ist halt ein Mikro irgendwo. Und dann machst du es halt in so einer tiefen Roboterstimme ziemlich laut nach außen. Was bringt das? Weiß ich nicht. Sinnlos. Spielerei. Das kannst du auch übers Handy machen. Da kannst du quasi in dein Handy reinsprechen und das Auto sagt es dann. Du kannst auch auf die Kameras zugreifen mit deinem Handy. Okay, das ist natürlich cool. Also das ist witzig, dass man auf die Kameras zugreifen kann. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob der Polster das kann, keine Ahnung. Da bin ich leider, wir fahren das Auto noch, ne? Tatsache, also wir fahren mit dem Auto einfach nur durch die Gegend. Mehr machen wir mit dem Ding nicht.
gar nichts. Hier ist keiner irgendwie groß connected oder verbunden mit irgendwas. Wir sind da gar nicht so tief in der Materie drin wie du. Mhm. Muss man einfach so sagen. Aber sag mal irgendwas draußen, komm mal raus. Müssen wir hören, wie es sich anhört. Kunde, wer da? Scheiße. Also für mich ist das zu futuristisch, ist mit viel zu viel Demolition Man, das ist mit zu wenig Auto. Das hat nicht mehr viel mit Auto zu tun. Mhm. Du hast zwar ein Lenkrad in der Hand und du hast hier unten irgendwie zwei Pedale. Wir fahren nur mal eine kleine kurze Runde, oder? Und dann tauschen wir mal in den Tesla, in den Polestar rein, oder? Klar. Ja, okay, das geht besser, ja. Aber ansonsten, so was ich so touchmäßig jetzt hier so, nimmt sich das nie viel von der Reaktionszeit her. Guck, das ist dann wählt er halt immer die Karte. Wenn du jetzt das Auto aufmachst und nicht innerhalb von 2 Minuten losfährst, musst du immer mit der Karte kurz bestätigen, dass du halt da bist, dass du es bist, genau. Warte. Aha. Jetzt sagt er halt 262, das stimmt halt aber einfach nicht. Okay. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Warum? Ja. Was bedeutet das? Das sagt dir halt immer in, ich sag mal, Optimalwert und halt immer, das sagt dir, was du hören willst, aber das stimmt leider nicht. Und es hat mich halt verrückt gemacht, wenn ich einfach 5 Kilometer fahre und auf einmal 10 Kilometer oder so weg sind. Okay, also pass auf. Also er sagt dir also nie an, pass auf, theoretisch kann der Akku das, aber wenn du so weiterfährst, kommst du dahin. Das sagt er mir nicht. Das macht der Polestar. Der Polestar sagt ja, theoretisch hat der Akku die Leistung. Ja. Also du kannst mit dem Akku theoretisch 300 Kilometer fahren. Aber wenn du so fährst, unter den Bedingungen kannst du nur 170 fahren. Das macht er halt. Das macht der Polestar auf jeden Fall. Mhm. Weiß nicht, ob es hier eine Funktion vielleicht noch gibt. Was natürlich ganz witzig ist, dass du hier eine komplett freie Sicht hast. Ja. Du hast so ein bisschen so einen ganz kleinen Porsche-Vibe mit diesen stimmt. Nach unten abfallenden Kotflügelkanten. So einen ganz, ganz kleinen 911er-Vibe hast du da. Aber ich finde, man sitzt hier ein bisschen wie auf einer Toilette. Und das Lenkrad ist mir zu dick. Das ist mir auch viel zu dick. Also das habe ich auch festgestellt. Das viel zu dick. Finde ich auch nicht so cool. Vor allem wird es hier oben dünner und hier unten ist es gefühlt dicker. Fühlt sich jedenfalls so an. Mhm. Also dicke Lenkräder waren ja übelst lange in Mode bei irgendwelchen Testern, Automotorsport und so. Dicke Lenkrad, super. Und das haben wahrscheinlich einige Hersteller echt wörtlich genommen und gesagt, jawohl, wir müssen das so dick wie möglich machen. Und ich finde das von der Optik her, Lenkräder sind ja für mich ein Riesenthema, ne? Ist es nicht besonders schön. Ich finde es ganz cool eigentlich. Übelst hart, finde ich. Fühlt das sich an, obwohl er Winterräder drauf hat, ne? Mhm. Die sind ja kleiner als die Sommerräder, ne? Ne, die sind gleich groß tatsächlich. Ach, die sind gleich groß? Jo. Was sind das, 18 Zoll, 19 Zoll? Okay. Was mir gefällt, ist diese krasse Rundumsicht. So. Du hast halt durch diese riesige Frontscheibe und dafür, dass du kein Kombi-Instrument mehr hast, hast halt hier irgendwie ist das ungewohnt. Du hast halt hier komplett Platz und siehst halt einfach alles, ne? Ja. Das fühlt sich schon ganz geil. Und was mir halt auch gefällt, ist halt, wie viel Licht hier reinkommt. Kann man das dimmen? Ne, das ist so, wie es ist. Okay, also wie bei uns. Das ist halt irgendwie auch sinnlos, ne? Ich hätte es tatsächlich lieber, wenn das Dach heller wäre und ich mehr Licht hat. Könnte. Ja, mit einem Rollo. Ich finde es ziemlich dunkel. Ach, findest du dunkel? Ich finde es tatsächlich zu dunkel, ja. Okay. Ich sag mal, es dimmt sich selber, ehrlich gesagt. Hatte ich auch gedacht. Leider nicht. Was ich krass finde, ist, wenn du so ein bisschen ein paar Schlaglöcher mitnimmst, hörst du direkt die Achskörper scheppern. Finde ich groß. Mit dem armen Jugendlichen auf dem Zeiger. Nein! Was der jetzt immer hört. Nein! Das höre ich jetzt immer. Nein, aber das ist mein erster Fahreindruck. Fahren tut das Ding super, 2 Uhr zu warten. Ich gebe mal kurz Pinsel. Mhm. Ja, ist ein Stück langsamer. Wo ist meine Geschwindigkeit? Ach, dort. Genau. Ja, okay, gut. Das kann man das ausschalten oder macht er das immer? Nee, das ist tatsächlich das Motorgeräusch. Das ist Motorgeräusch. Ist das jetzt die stärkste Stufe oder die schwächste, was du jetzt drin hast, wenn ich mit von der Bremse gehe? Das ist die stärkste, also der hält komplett an. Okay. Das ist aber nicht so stark wie beim Polestar. Im Polestar ist es eine Ecke straffer. Das ist auch nur zur Hälfte gerade verfügbar. Das ist da oben hast du ja diese schwarze Linie. Wenn du viel Gas gibst, ist die schwarze Linie weit nach rechts. Mhm. Wenn du runtergehst, wird die Linie grün, dann rekuperiert. Ne? Aber links ist halt so ein bisschen gestrichelt. Ja. Das bedeutet, es ist nicht die komplette Rekuperation verfügbar. Warum? Das weiß ich nicht. Der Akku wahrscheinlich zu kalt, schätze ich mal. Und das nervt mich ein bisschen. Das ist relativ oft, dass ich halt nicht voll rekuperieren kann. Und das stört mich schon, muss ich sagen, ein ganzes Stück. Das ist halt auch was Cooles, wenn du jetzt eine Schnellladestation im Navi eingibst, dann tut es den Akku vorkonditionieren. Also da wird der Akku gewärmt, dass er dann direkt mit voller Power losladen kann. Mhm. Und dann ist eben auch die Rekuperation meist schnell verfügbar. Aber dann hast du Strom verbraucht beim Laden halt, ne? Okay. Genau. Also ganz ehrlich, ne? Vom Platzangebot her ist es okay. Aber es klappert jetzt hier nichts rum. Das krass ist, ne? Schon mal den Motorrad. Ja, das ist krass. Auch hier die Hütchen und so zeigt er wieder an. Das ist schon witzig. Brauchen wir nicht reden. Die Mülltonne, geil. Ja. Gut, die Information brauche ich jetzt eigentlich nie, außer du fährst jetzt irgendwie komplett im Finsternen. Ist das vielleicht eine interessante Sache, das zu sehen, ne? Aber das finde ich schon krass, dass der jetzt erkennt, dass... Also... Den Moped vor, die Schwalbe vor uns, ne? Ja, das ist halt da noch eine Beta-Ansicht. Die kann man ein- oder ausstellen, deswegen backt die immer mal noch so ein bisschen hin und her. Ja. Aber er ist auch recht stramm vom Fahrkomfort her, ne? Also ist relativ hart, das Ding.
Aber es fährt gut, ne? Brauchst du nicht reden, also. Okay. Gut, die Reifen machen ein paar Rollgeräusche halt, ne? Aber ansonsten vom Handling fährt es eigentlich gut um die Kurve, das Ding, ne? Jürgen, oder? Was denkst du als Beifahrer? Ich find's gut, ja. Ja, macht was her, ne? Ich finde halt den Seiten halt, den Sitzen nicht so geil. Nee, ja, da fehlt ein bisschen, ne? Ja. Aber ansonsten, ich finde es cool und ich finde, das sieht auch cool aus und so weiter. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so. Nö. Ich hätte es mir eigentlich genauso vorgestellt. Ja, so, es erfüllt die Erwartung fürs Geld so. Ja. Weil du musst, wie gesagt, immer nochmal ins Verhältnis setzen. Ein Auto neu, in der Größe, mit der Leistung, mit der Ausstattung. Hat der auch Sitzbelüftung jetzt? Nee, ne? Nee. Das gab es nur im Performance-Modell, glaube ich, ne? Oder wie war denn das? Nur im Model S gibt es das. Aha. Model S und X in den neuen. In den Dreier gibt es das gar nicht. Nee. Wir machen jetzt nochmal zwei Autobahnabfahrten. Ja. Wie schnell fährt denn der? 200 und? 225. So schnell? Mhm. Jetzt mal ehrlich, wenn der Akku warm ist, mhm. Mal angenommen, du fährst dann jetzt nach Nossen und lädst das Ding voll. Mhm. Wie lange lädt denn der da bis auf? Von, was ist denn, von 20% auf 80%? Realistisch. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt 25, 30 Minuten. Das ist okay. Das ist eigentlich recht kurz sogar, wenn ich noch nicht. Der gut. Hat Spitzenleistung 170 kW, mhm. was er laden kann. Gut. Aber ja, die Ladekurve ist halt bei fast allen E-Autos nicht so super, sage ich mal. Also das ist nur eine relativ kurze Spanne, wo du wirklich 170 kW laden kannst. Was denkst du, wie hoch ist die Verlustleistung, Ladeleistung? Also was weggeht irgendwie, was in Nirvana verschwindet? Weil der Verbrauch, was hast du Verbrauch ungefähr auf 100 Kilometer jetzt? Warte mal. Genau, und hier habe ich jetzt eben DRG, das ist, wo ich halt zu euch gefahren bin und dann hin und her. Und Winterreifen, das ist jetzt, seitdem ich die Winterreifen drauf habe. Und also da habe ich jetzt im Schnitt so 17,2 Wattstunden pro Kilometer. Okay, und pro Kilometer. Auf 100 Kilometer sieht man jetzt hier, nee, kannst jetzt nicht anzeigen lassen sozusagen, was du brauchst. Ah ja, genau. Ach so, alles gut, ja, jetzt verstehe ich es gerade, alles klar hier, ne? Gut. Genau. Das ist natürlich wenig. Für einen Motor. Was hat der Polster, weißt du das? Fast 30. Aber halt nur zwei Motoren. Ja, gut, krass, ja. Nie vergessen. Aber das brauchst du halt eigentlich nicht, ne? Das ist halt das. Ja, eigentlich ist das Blödsinn. Ja. Das müsste man sich natürlich, wie bediene ich eigentlich das Klima, wenn ich hier drauf gehe? Aha, nach oben für mehr. Das kannst du auch, wenn hier auf Auto oder was? Sieht aber auch cool aus, wie das animiert ist. Die kannst du auch bewegen. Du kannst ja mal diese Luftströme kannst du quasi bewegen. Ach kannst so. Jetzt so runter, hoch, zusammen. Ja, das ist cool. Je nachdem, wie du dich anpusten lassen willst. Oder ja, das ist lustig. Echt, das ist schon cool gemacht. Aha, ja, das macht das hat schon halt. Das kann der Pauline. Alter, auch so hier. Wahnsinn. Alter. Ja, das fühle ich. Sowas finde ich mal cool, so Kleinigkeiten schon, irgendwie. Das ist schon cool. Und Arschgrill. Okay, Lenkradheizung, hat er die? Die könnte ich kaufen, also freikaufen, die ist verbaut, genauso wie die Rücksitzheizung, die ist auch verbaut. Das kann ich aber beides halt für 300 Euro mehr geht freikaufen. Ach, das ist so krass, die bauen das einfach ein, weißt du? Ja. Ja, macht das Sinn, bauen immer gleich, aber das ist so optisches Kostenoptimieren. Die bauen immer das Gleiche in jedes Auto rein und dann auf Fingerzeig oder pro PayPal bezahlt oder per Kreditkarte bezahlt, machen die ein Häkchen und dann ist es freigeschaltet. Also das ist halt, wie günstig das eigentlich ist, ne? Weil es ist ja in jedem billigsten Auto drin. Ja klar. Also. Man kann noch einen Autopilot halt, also der ist ja verbaut. Ja. Autopilot hat jedes, aber dann gibt es noch den Advanced Autopilot und Potenzial für autonomes Fahren. Das kostet dann extra, aber das ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was du noch extra konfigurieren kannst. Halt andere Räder noch, andere Farbe, aber sonst ist da eigentlich nichts. Wild. Ja, deswegen sehen die Dinger halt immer gleich aus, ne? Das stimmt, die sehen immer gleich aus. Die fast alles nur weiß gefühlt. Ja, weil es ist kostenlos die Farbe. Aha. Alle anderen Kosten dann aufpreisen. Das ist der Grund, ne, das erklärt sich. Dann ist es klar. Der macht das, was er soll und der macht auch genau das, was du von ihm erwartest. Er fährt, lenkt, bremst. Mhm. Aber jetzt mit Emotionen hier, was sich da manche einbilden. Ja, ich sag mal so, wenn du aus einem 75 PS Auto kommst und dann hier einsteigst, ist es natürlich der Hammer. Ne? Ist genau so bei mir gewesen tatsächlich. Ach so, siehst du. Ich saß vorher im 75 PS ab. Ja, dann ist das der Hammer. Das ist wie eine Galaxie. Hier das ganze Technikgespiele, Kilesco, richtige Lampen vorne drin, ne, ordentliches LED-Licht, richtig Qualm an der Kette auf Deutsch gesagt. Ne? Aber der ist mir ein bisschen zu hoppelig. Merkst du hier gefühlt ja, schon jede Bodenwelle. Schon hart, ja. Das ist aber auch so, Tesla ist nicht wirklich fürs Fahrwerk bekannt. Also da bauen sich viele in ein KW-Fahrwerk ein, weil das da liegt dann die so Garantie? Pralle. Bestimmt, ja, bestimmt. Gibt es hier ein Handschuhfach? Ja, es geht aber tatsächlich nur übers Tablet auf, da kannst du wieder aufs Auto drücken. Ja. Und dann hast du da rechts Handschuhfach. Alter. Jawohl. Okay. Super, ja, da haben sie sich den Knopf gespart, ne? Ja. Auch wieder Geld gespart. Ist so. Da merkst du in jeder, ja, krass, alles, ne? Was du hier anfasst oder bedienst oder machen willst, merkst du,
dass die, dass es Kostenoptimierung bis ins allerletzte, ins minimalste Detail. Mhm. Ist der Hammer eigentlich, Respekt. Wirklich. Ja, die haben es halt durchgespielt. Da könnten, ja. Die haben es komplett durchgespielt, da können sich ganz viele Automobilhersteller wahrscheinlich schon ein Scheibchen abschneiden. So, jetzt fahren wir auf die Bahn kurz. Ich guck mal so, was hier so abgeht. Ja, das beschleunigt schon ordentlich, ne? Brauchen wir nicht reden. Das ist auf jeden Fall um einige schneller als ein 15 PS Corsa, ne? Oder ab. Ja. Und Windgeräusche sind dann. Wie schnell dürfen wir fahren? 200 mit den Reifen? Was ist dein Fahrmax, was du bis jetzt so gefahren bist? Ich bin 225. Fährst du auch regelmäßig oder lässt, nee. Machst du nie? Nee. Okay. Er wird dann ganz schön laut jetzt, ne? Ja, Windgeräusche. Vielleicht liegt es auch an Winterrädern. Genau. Windgeräusche. Ja. Generelle Windgeräusche. Das wollte ich mal wissen, wie laut das Ding ist. Aber ganz ehrlich, 180 fährst du mit dem Elektroauto sowieso nie. Mhm. Du fährst mit dem Elektroauto genau diese Geschwindigkeit, 130. Ja. So. Und das finde ich doch recht laut. Ich finde, die Frontscheibe macht doch recht viele Geräusche. Ist der Polster leiser, viel leiser? Werden wir gleich sehen. Wir machen gleich dieselbe Runde. Okay. Okay? Jo. Da fährst du aber. Wir werden mal hören, was du sagst zu so einem Polster. Das stört mich hier irgendwie, dass das nicht anliegt, dass es eine Fläche ist hier. Das stört Doran jetzt auch. Ich glaube auch, ja. Wie Doran jetzt auch genau gleich bei Tesla auf dem Rückweg anhält und sagt, hier. Und Tesla sagt, hast du einen Termin? Nee, dann tschüss. Ja gut, verstehe ich auch. Du kannst nie vorhalten Personal, einfach nur dafür, dass irgendjemand gerade einfällt, dass er jetzt irgendwie einen Einfall hatte, vorbeizukommen. Das geht halt heutzutage nicht mehr. Der Kunde will alles billig, dann muss er verdammte Scheiße eben auch damit leben, dass er halt, du kannst nie, das verstehen halt viele nie, vor allem die Deutschen verstehen das oftmals nie, es darf alles nichts kosten, es muss immer billiger werden, noch preiswerter vom preiswertesten, aber bei Idealo, aber da habe ich gesehen, alles viel billiger und aber dann im Nachgang hätte er aber gerne das volle Servicepaket. Und bitte alles direkt gleich zum Mitnehmen und es muss 1000 Jahre halten. Mhm. Das Auto wird ja keine 1000 Jahre halten, sagst du so, was ist? Das ist konzipiert, dass das irgendwie 100.000 Kilometer fährt und dann fliegt das auseinander oder 120.000 oder weiß ich wie viel. Ja, ob, gut, vielleicht fliegt es auch nicht auseinander, vielleicht fährt es auch einfach 200.000, kein Plan. Ne? Wenn die jetzt einen neuen Markt wollen, ne? Als Beispiel, du machst, bist Automobilhersteller, etablierst eine neue Marke, so wie Tesla. Mhm. Jetzt baust du Autos, die sind von Anfang an scheiße und gehen quasi nach 100.000 Kilometern in die Fritten, dann wird das wahrscheinlich sich nie besonders positiv auf das Image auswirken. Also baut man natürlich am Anfang die ersten Modelle meiner Meinung nach, so meinem Finden, top qualitative Handmade-Fahrzeuge. Das ist tatsächlich bei Tesla anders. Das ist gerade beim Model 3, wo das angefangen hat, die hatten echt eine richtige Scheißqualität. Aha. Also das ist wirklich, wenn wird Tesla ein neues besser. Modell rauskommt, am besten nicht am Anfang kaufen. Wenn dann einmal diese ganze Kette läuft, dann ist ordentliche Qualität. Auch die ersten sind eigentlich immer. Genau, so das meinte ich ja. Die ersten Autos, darauf wollte ich hinaus, sind die besten, weil die da sich keine Fehler leisten können, wo sie angefangen haben mit produzieren. Also die 2012er meinst du? Ja, ganz genau. Ja, richtig. Da konnte ich keine Fehler erlauben. Deswegen laufen die Dinger auch ewig. Deswegen findest du da auch welche mit 200.000, 300.000 Kilometer auf der Uhr, auf dem Akku oder auf dem Elektromotor. Dann kommt diese Kurve nach unten. Ja, wo dann Masse produziert wird, Kosten optimiert wird und dann wird eben geschaut, Moment mal, was funktioniert denn alles nie? Oh scheiße, das muss man in den Griff kriegen und dann kommt die Kurve wieder nach oben. Und das ist das, was Doran gerade sagte, ne, dass das dann im Facelift so nach und nach alles behoben wird. Ja, nee, das ist ganz ehrlich, da bin ich doch, wenn ich das jetzt gerade so erlebe, bin ich doch eher der Freund von, juhu, ich kann hier bedienen und sehe hier vorne aber trotzdem noch alles. Ja, es ist halt viel konventioneller. Ja, pass auf, jetzt will ich hier Musik vorstellen. Ja. Dann müsste ich einen Splitscreen machen. Irgendwie. Das geht aber, oder? Das geht, oder? Das geht, ja. Ich könnte jetzt hier irgendwie meine Mucke machen, Spotify, genau. Kann hier alles sehen. Genau. Kann ich dann jetzt hier auch meine Sitzheizung einstellen? Ja, hier unten, ne? Genau. Okay. Also links das Feld, das hast du immer da. Okay. Also das geht auch nicht weg. Irgendwie. Nee, das ach, stimmt, hier muss ich auch meine Lampen und alles anmachen. Also, das ist automatisch. Das ist ja, okay. Okay. Ach, so kann ich ja gar nicht. Ach, okay, ist nur der Wischer. Das war's. Und halt Fernlicht kannst du auch machen. Aha. Wild. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mal fahren durfte, mir das Ding mal angucken. Klar, sehr gerne. Ich muss ehrlich gestehen, es gibt für mich viele Gründe, sich so ein Ding zu kaufen, wenn man ein Elektroauto haben will. Gibt aber wahrscheinlich auch genauso viele zu sagen, ich nehme doch was anderes. Man müsste sich auch mal so ein IONIQ 5 angucken, würde mich auch mal total interessieren, weil das Auto sieht optisch sehr geil aus. Dann habe ich heute noch irgendwas anderes von Hyundai oder Kia gesehen, das sah auch komplett wild aus. Völlig abgespaced, das sah auch komplett, also sofort, der stand in der Reihe im gegnerischen Straßenverkehr und du hast sofort gesehen Elektroauto. Ja. Ohne es eh am Kennzeichen zu sehen. Ja. Das wusstest du sofort? G
kennst du von Polestar, Doron mir gezeigt, dieses Roadster-Ding, dieses Cabrio? Nö. O2 heißt das? Das sieht auch krank aus. Von Polestar? Ja. Ich kenne nur den 1, den 2 und dann jetzt kommt noch ein 3, glaube ich. Aber das Ding sieht richtig wild aus auch. Was mich jetzt nochmal interessiert, hast du vorne einen Kofferraum drin? Ja. Ja. Gut, da kannst du Ladekabel in so ein Zeug reinschmeißen, genau, oder? Genau, da habe ich auch mein Kabel drin. Okay, und hinten hast du... Da können wir gleich mal normal, bei beiden aufmachen. Können wir gleich nochmal reingucken. Größenmäßig will ich nochmal hinten kurz Platz nehmen. Das will ich nochmal von Platzverhältnissen kurz wissen. Wir sind gerade so über 2 Starklöcher gefahren und da hat es hinten quasi, ich sag's mal, ein Geräusch von sich gegeben. Der Mercedes-Fahrer würde jetzt wahrscheinlich sagen, würde zu Mercedes fahren und sagen, hinten klappert es, das ist was kaputt. Da würde Mercedes gucken und sagen, ja, stimmt, da ist was ausgeschlagen. Bei Tesla würden sie sagen, nee, das ist Standardtechnik. Wenn du einen Termin hast. Wenn du einen Termin hast, Kunde. Ja, aber es ist wirklich so. Ne? Also der macht schon so seine Geräusche, die ich aus dem Polestar nicht kenne. Ich packe jetzt gerade rückwärts ein und frage so, wo ist denn hier, gibt es hier 360 Grad, kommt von hinten, gibt's nicht. Wie, jetzt gibt's nicht? Gibt's nicht. Das Auto hat 8 Kameras. 8 Kameras. 8 Kameras. Und du kannst nicht 360 Grad gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es mal mit dem Software-Update irgendwann kommt. Aber momentan hast du das da und das war's. Man hofft. Man hofft. Hm. Schön ist, dass man hier den Bordstein super sehen kann. Ja, das ist schon cool. Aber die, guck mal, hier ist die oben drauf Sicht, aber die nützt ja nichts, weil ja, der zeigt mir jetzt auch den Puls da nicht an. Das ist wirklich ein bisschen schade. Verkaufen sie bestimmt noch von Taui dann, wirst du sehen. Ja, weißt du, was ich aber gut finde? Der Mitteltunnel ist so ausgeformt, dass wenn du in der Mitte sitzt, dass du da Platz hast. Ja. Weil beim Polestar ging es vorhin nicht. Ja, da hat er recht, aber das ist okay hier, kommst klar, geht. Ne? Aber hier so, wenn ich normal vorne sitze, ist schwierig. Und sag mal, ich habe mal eine Frage. Mhm. Was soll das? Warum ist hier eine schwarze Schraube drin und hier eine weiße? Hatten die das gerade so übrig? Oder? Ja, wahrscheinlich. Oder ist das so? Was hast du hier gemacht, Doron? Das wird bei Leasing abgezogen. Du. Das hier. Wenn das Tesla wüsste, Junge. Junge. Das sind 3 Scheine weniger am Restwert. Schon wieder? Ja, das ist halt, aber das ist halt von der Ladeluke her ein Witz, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist halt noch relativ viel Platz unten. Ja, okay. Ja, das ist cool. Mhm. Aber machen wir mal runter. Ja, nee. Das stimmt. Und vor allem, ja, nee. Großer Nachteil, was echt nicht geil ist, im Winter musst du halt abkehren, sonst rutscht dir der Schnee hier komplett hinten rein. Ach, ja eben, weil das eine Fläche in... Ach, kacke, na also eben. Wasser, das kann schon ja, ablaufen. Ja, die läuft ab. Aber Schnee macht ja immer Platsch, komplett macht immer Platsch. Das macht Sinn. Das macht komplett Sinn. Wenn du da nicht dran denkst, hast du es im Kofferraum, ne? Ja, das ist aber relativ groß. Das ist gut. Hier kannst du Ladekabel bis zum Blödwarm mitnehmen, ne? Und den hier. Genau. Dass der hier schon so, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist schon ein bisschen sehr provokant, oder? Der will. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Wo ich so denke, in 10 Jahren ist das dann auf jeden Fall nicht mehr schön hier mit diesen Dichtungen, die hier so übereinander liegen, ne? Das ist halt Ami, ne? Ja, ich meine, die Amis, pass auf, so Ford, Chrysler, Jeep, Dodge, weiß der Geier, wie sie alle heißen, die wissen ja, was sie bauen. Die machen das ja schon 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, ne? Hier sind bestimmt auch teure Leute eingekauft worden von anderen Herstellern, ne? Das ist übrigens jetzt ein chinesisches Modell. Wie? Das kommt aus China. Ach so. Ja, weil der Spaltmaß hier irgendwie hier drüben ist es kleiner, hier größer, ne? Da wird der nächste Kunde dann gleich wieder vermuten, Unfall. Naja. Das ist halt, aber das ist wahrscheinlich amerikanisch so oder chinesisch, wie auch immer. Das ist ja ein, am Ende ist das Ding zwar von Volvo irgendwie gebaut, aber am Ende ist es ja auch irgendwie ein Chinese, ne? Kann man uns nichts vormachen, der Chinese sichert sich die Vormachtstellung. Der lacht sich am Ende noch tot, wirst du sehen. Ah, krass, ne, mit dem Rückschlag. Das ist geil, ne? Das gefällt mir. Das ist gut gemacht. Das finde ich sehr geil. Ja. Geht das zu? Ja, es fühlt sich ein bisschen ekelhaft an und es steht so. Das ist leider so. Ah, das ist aber. Das fühlt sich echt ekelhaft an. Ja, weil so über den Widerstand. Genau, ne, weil man irgendwie den Eindruck hat, man macht den Kollegen kaputt. Ne? Das ist halt auch so, das geht eigentlich von alleine zu, wenn du das Kabel absteckst, innerhalb von 10 Sekunden ist das Ding zu. Ich finde halt krass die Position der Heckklappe hier, ne? Wie das sitzt. Ist das drüben auch? Nee. Naja, hier passt's. Ja. Das ist schon ein bisschen gut drauf geschissen über irgendwelche Spaltmaße, darum geht's jetzt gar nicht. Die guck ich mir im Zweifel eh nie an. Weil das ist ein Auto, das kaufe ich damit, will ich eigentlich rumfahren und so wie er, ne? Wie Doron. Er will einfach damit rumfahren, scheiß drauf. Keine Sorgen haben, keine unkalkulierbaren Kosten, ne? Und einfach sein Frieden. Du bist also. Wenn du so ein Auto kaufst oder liest, finanzierst, wie auch immer, willst du einfach die nächsten 3, 4, 5 Jahre die Kosten wissen und kennen. Und das denke ich, das geht. Wenn solange die Garantie drauf ist und du keine Scheiße baust. Zack, die Bohne. Gucken wir uns mal den Kameraden an. Und sie fangen mal hier vorne an. Wir machen jetzt mal direkt hier vorne auf. Hier sieht es zwar aus wie in der Müllhalde.
das ist natürlich deutlich kleiner, ne? Ja. Weil hier vorne natürlich noch ein Motor ist. Mhm. Da geht natürlich nicht so viel Bauraum, ne? Aber wir kommen damit zurecht. Das ist unser Juicy Booster. Und hier vorne kannst du nur Wasser auffüllen und das war's dann eigentlich auch schon, ne? Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Das eine Schloss rastet immer ein. Das hier drüben irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum. Muss ich immer nochmal nachdrücken. Ansonsten, so für Spaltmaß-Fetischisten kommen hier, glaube ich, auf ihre Kosten. Weil das habe ich schon mal angeguckt, das Auto. Da habe ich nichts gefunden, was irgendwie scheiße wäre. Mhm. Spaltmaß-technisch so. Sieht echt krass aus. Halt gewohnt, Volvo-mäßig, ja. Volvo-Style. Der Doran hatte gerade schon gesagt, erstaunt, wie hoch das Auto ist. Ja. Da habe ich so gesagt, ich finde das äußerst praktisch im Alltag. Weil jede Tiefgarageneinfahrt, egal was für eine Einfahrt, egal was für ein Bordstein, es ist theoretisch fast egal. Hast du auch so 12-Volt-Dose nochmal so hinten drin gehabt? Habe ich das gar nicht geschaut? Nee, das hast du nicht, okay. Drin. Ich finde das halt äußerst praktisch. Ja. Weil ich habe immer noch die Möglichkeit, ich kann immer noch das Ding rausnehmen. Kannst du deine Rückbank eigentlich umklappen? Die kann ich umklappen. Okay, das geht. Ich kann aber immer noch hier zumindest die Hutablage rausnehmen, die Rückbank umklappen und doch ein bisschen was Sperriges mitnehmen, wenn ich will. Mhm. Kinderwagen haben wir schon probiert, passt hier easy rein, wären wir dort vielleicht ein bisschen zu fummelig. Mhm. Tesla. Das stimmt. Dann hast du hier nochmal, welche Uni, was das hier soll, keine Ahnung, was die sich hier dabei gedacht haben. Habe ich bis heute nie verstanden. Hier so, ne? Ist auch nochmal reichlich Platz. Doppelt. Mhm. Na, das ist auch nochmal ordentlich Bauraum. Du könntest die Geschichte hier eigentlich auch rausnehmen. Ja. Na, und dann könntest du jetzt mal normalerweise auseinandernehmen hier und dann hast du hier einen riesen Fläche. Genau, dann kannst du die Karre hier hinten verriegeln. Dann ist die Heckklappe halt auch Sensor gesteuert. Das habe ich auch nicht. Genau. Hast du nicht? Nee. Okay. Ich muss echt sagen, Heckleuchten gefallen mir richtig gut. Ja, weil es sieht lustig aus, das Lichtband im Dunkeln. Ja. Das macht echt was her. Genau, da kommen dann, setzen wir uns mal rein und gucken uns. Du kannst dich mal auf den Fahrersitz setzen. Jo. Wir sitzen mal echt anders drin. Es ist halt schon ein bisschen mehr Automobil noch. Hm. Also ich habe hier, das war halt für mich so ein Thema, das war für mich so ein bisschen ein Kulturschock. Klar ist das hier alles Bauraum und Zeug, ne? Aber was für mich ein Riesenargument war, ich steige hier ein und habe noch das Gefühl, ich sitze noch in einem richtigen Auto. Hm. Ja, du hast auch Knöpfe in der Mitte und so weiter. Ja, so ein paar noch, so wie es halt heutzutage noch so ein bisschen üblich ist. Ne, das ist ganz nett gemacht hier mit dem Posterlogo, das läuft hier oben und so nochmal so rein projiziert und naja, wie auch immer. Und du hast ja vorhin schon selber gesagt, diese mehrfach verwendeten Materialien sind am Ende auch billig. Mhm. Aber es fühlt sich halt nicht so an. Ja, und ich finde, es sieht jetzt auch auf den ersten Blick echt nicht so aus. Ich finde, es sieht, hat Style. Hat was, ne? Ich finde, persönlich haben die bei Polestar irgendwie auch designtechnisch irgendeine Scheiße gemacht. Weil, genau, das ragt viel zu weit raus, das finde ich komplett lost. Boah, das nervt echt, ja. Und dann hier stimmt. So ein sinnloses Fach reinzumachen, hier auf der Seite, ja. Was niemand braucht. Hier legst du niemals was rein und was du da reinlegst, brauchst du auch nicht mehr, kannst eigentlich schon Müll schmeißen. Weil das ist wie im Keller irgendwas hinräumen, haust du in 5 Jahren weg. Dann hast du halt hier induktives Laden, was hier mit komplett fehlt, ist halt auch so USB-C oder wie die Dinger heißen. Ja. Und bei mir geht das Handschuhfach noch normal auf. Mhm. Was ist das hier eigentlich? Ah, da kannst du ja die Hauptsicherung ziehen, so ungefähr. Aha. Und dann ist halt hier noch alles händisch zu bedienen. Ja. Ne? Das ist halt da drüben, sag ich dir ganz ehrlich, wenn du die Ausströmer sparst, sparst du auch wieder Geld. Die muss ja. A, erstmal keiner designen, B, muss sie keiner herstellen, C, muss sie keiner einbauen. Das ist auch so ein Leitspruch vom Elon, das beste Bauteil ist kein Bauteil. Ja, ja, ja. Ein Kumpel von mir, der ist erfolgreicher Unternehmer, der hat Fitnessstudios, der sagt immer, Enrico, immer so simpel und einfach wie möglich. Immer so simpel und einfach wie möglich. So, willst du mal gucken hier, ob du hier damit klarkämst mit der Bedienung? Ja, also das hier finde ich erstmal nicht schön, hatte ich auch schon gesagt. Mhm. Dann hier würde ich sagen, kommt das Hauptmenü, genau. Lenkung. Ja, also das finde ich sehr intuitiv, also da komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Strukturierter, ne, finde ich. Das war mein erster Eindruck. Also es ist so, ja, es ist so weniger los. Also ich finde, es ist auf einen Blick schneller erkennbar, was wo ist. Hm. Ja, das stimmt. Das sieht halt echt schön aus mit den Darstellungen so. Nett gemacht, ne? Das ist halt bei mir nur Text, sag ich mal. So, und jetzt haben wir das, was du gesagt hattest für uns, was du bemängelst. Ja. Das ist das, was wir jetzt schaffen würden, wenn wir jetzt losfahren. Cool. Das ist die echte realistische Reichweite. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, die gibt es bei mir auch, halt aber wieder in irgendeinem Menü versteckt beim Verbrauch. Aha. Da zeigt es mir das auch an, aber nur in Bezug auf die letzten maximal 50 Kilometer. Ich sag immer, das ist hier die nackte Wahrheit, wenn das du sagst. Das ist cool. Ja, dann weißt du genau, auf was ich einlässt jetzt. Ne? Mhm. Was mir gut gefällt, schwarzer Dachhimmel, ne? Das ist ja, halt. Ja, das macht was her. Das stimmt. Das ist echt cool. Und das Soundsystem ist halt mega, Harman-Kardon. Und das hast du halt bei dem, der kam glaube ich 59.800 ohne irgendwelche Prämien und irgendwelche Nachlässe. Mhm. Sondern das ist halt, ich glaube, wo die Dinger auf den Markt gekommen sind, hast du immer einen riesen Nachlass gekriegt, jetzt mittlerweile ohne mehr. Es ist halt komplett ein Volvo. Das ist Volvo, 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 Volvo. Die Bedienung da drüben, die Türgriffe, ist alles Volvo. Das ganze Cockpit ist Volvo.
auf Deutsch gesagt, haben sie einen Elektromotor eingebaut und umgelabelt und ein Auto drumherum designt. Was aber auch sehr an den XC60 angelehnt ist, oder? Eine Frage, gibt es einen Elektrowagen? Ja, gibt es glaube ich mittlerweile auch. Okay. Gibt es auch. Ja, ja, Panoramadach kannst du halt auch nicht tönen und dimmen, das ist ja halt auch blöd. Du hast halt hier diese Strebe nicht, dafür geht es auch nicht so weit hinter. Ne? Ja, halt, das ist halt so im Model Y genauso. Und was halt noch krasser ist, bei Model X sagst du halt hier komplett und hast du hier quasi die erste Strebe. Du kannst quasi bis hier oben hin so komplett durchgehen. Geil. Das ist absolut geil. Was an dem Auto scheiße ist, es gibt zu wenig Getränkehalter, es gibt nur diesen einen. Mhm. Dann kannst du das Ding noch ein bisschen hin und her schieben hier. Ah, ja, haben wir noch einen. Das ist noch einer, aber das ist, ja, nimmst mir nicht übel, aber... Geil. Na? Ja, das schön ist halt hübsch, sehr lost. Das ist halt so auch die Sache hier mit diesem Klavierlack und ja, so. Musst du alles putzen, sieht schon wieder aus wie Sau hier. Das war halt im Model 3 in dem alten auch noch drin, das haben sie dann aber zum Glück geändert, weil das würde mich auch nerven. Ja, wir haben es noch nie sauber gemacht, das Auto, nur mal durch, jetzt zum ersten Mal durch die Wäsche gefahren. Ganz ehrlich, ich kann es dem Auto nichts erzählen, weil ich nichts weiß. Ich fahre damit einfach nur, es fährt. Ich hänge es an Strom, wenn ich Strom brauche, hänge es wieder ab und fahre. Mehr mache ich damit nicht. Jetzt fahr du einfach mal, sag mir mal, du bist ja wesentlich firmer mit Elektrofahrzeugen als ich. Jetzt mach einfach mal intuitiv los. Würde mich mal interessieren. Wir haben jetzt One Pedal Drive auf Standard. Das ist das Maximale, was geht. Kriechen ist aus. Lenkgefühl geht auch noch auf festzustellen. Geh mal vom Gas runter und dann merkst du das Ding halt direkt an. Oh ja. Das ist krass, oder? Das hätte ich halt auch gerne immer. Und es ist wirklich nur, wenn du wirklich mal, weiß ich nicht, über 100 Kilometer fährst oder es sonst wie warm ist. Das ist halt wirklich, das ist der Punkt, der mich am meisten stört, dass die Rekuperation echt fast nie vollständig ist. Nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest. Ja. Haben die das alle das Problem oder nur du? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mal die Tesla-Fahrer in die Kommentare vielleicht reinschreiben, ob die alle dasselbe Problem haben. Dass der irgendwie ewig nie rekuperiert oder nie voll rekuperiert. Ne? Guck mal, wir hatten identische Reichweite. 63 Akku hatten wir bei dem drauf stehen. Da stand nur 250 Kilometer. Stimmt. Obwohl wir hier mit zwei Motoren fahren, das darf man nie vergessen. Zwei Motoren ziehen halt auch doppelt Strom, ne? Echt, der braucht trotzdem Service? Müssen die alle irgendwie irgendwann mal, oder? Also das ist bei Tesla jetzt, da brauchst du gar keinen Service. Es wird halt empfohlen, mal irgendwie so Bremsflüssigkeit zu machen. Gar nichts. Nö, da ist kein Service eingeplant. Nö, da ist keinerlei Service eingeplant. Also theoretisch könnte ich das nach 4 Jahren einfach wieder abgeben, ohne einmal in der Werkstatt gewesen zu sein. Krass. Das klingt für mich sehr nach Autoscooter. Ohne Scheiß, weil jetzt muss er eh nochmal gucken, so, ob alles fit ist an dem Ding oder nicht. Auch Bremsen und so halt. Ja gut, Bremse ja beim TÜV. Bremse, Fahrwerk, Reifen macht der da TÜV. Ja, super wenig. Ja. Man bremst eigentlich sowieso kaum, richtig, wegen One Pedal Drive. Aber mit dem bremst du überhaupt nicht. Bei uns, wir haben es geschafft, dass die hintere Bremse komplett, obwohl wir jeden Tag gefahren sind, im Winter, komplett verkorrodiert war. Da habe ich gesagt, wir möchten mal beim Pedal Drive abschalten, damit wir mal wieder bremsen, dass die Bremse auch mal frei wird. Das sind ja alles so Sachen. Und da haben ja auch viele in die Kommentare geschrieben, dass zum Beispiel Elektroauto-Service einfach mal gefühlt doppelte noch mal kostet als vom Standard-PKW-Verbrenner. Hat für mich den einfachen Hintergrund, es gibt an dem Auto und nichts zu tun. Was willst du denn hier machen? Du hast ja keine Flüssigkeiten. Hier fährst du einfach auch mal 100.000 Kilometer wahrscheinlich mit einer Bremse oder mehr. Ja. Die Bremse, wann sollen die verschleißen, wenn du immer One Pedal Drive mal als Beispiel fährst oder die meiste Zeit? Und wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, schaltest die Scheiße ab, lässt dich rollen. Da rollt er ewig. Pass mal, ich mach mal One Pedal Drive aus, da muss ich wundern. Das merkst du komplett im Pedal. Oh ja. Da rollt das Ding ewig. Der rollt ewig. Das stimmt. Ewig. Als würde er den schieben. Das stimmt. Echt so. Der hat sogar noch ein richtiges Servicebuch hier. Und die sind auch sehr optimistisch hier, die Jungs. Ne? Das geht hinter bis zum Service. Haha. Könnt ihr mal? Bis zum Service 29. Also wenn du überlegst, alle 30.000 zum Service, da weißt du, was los ist, ne? Genau, so sind aber alle 30.000 und 24 Monate. Keine Ahnung, was sie da machen wollen. Eben mal ein bisschen drüber gucken und überwischen und dann sind sie fertig. Aber Garantie war wild. Genau, hier schreiben sie auch nochmal unzulässiges Tuning und so ein Zeug. Ist alles illegal, darfst du nicht, kriegst du aufs Maul. Die Garantie deckt alle Fehler und Abweichungen in der Batterieleistung sowie Material- und Verarbeitungsfehler der Lithium-Ionen-Batterie ab. Die Hochvolt-Batterie-Garantie gilt bis 8 Jahre. Oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt, und beginnt zum gleichen Datum wie die Fahrzeuggarantie. Das heißt also 8 Jahre, salopp gesprochen, was die Batterie angeht, kopfschmerzfreies Fahren. Wenn du sagst, dass 4 Jahre und 80.000, hätte ich hier das Doppelte. Das ist schon krass, ja. Wenn ich vorhabe, das Auto lange zu fahren, wäre das auf jeden Fall klüger, wahrscheinlich das Auto hier zu nehmen. Wobei du mit dem Auto natürlich auch immer zu Volvo gehen kannst, und zwar europaweit. Das ist natürlich schön, ne? So, Batterien unterliegen einem natürlichen Verschleiß.
kommt mal als Hinweis jetzt hier, durch Alterung und Abnutzung. Wenn die Batteriekapazität innerhalb von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer, je nachdem was zuerst eintritt, 70% des Originalzustandes gemäß Datenblatt unterschreitet, wird die Batterie kostenfrei repariert oder ausgetauscht. In diesem Fall hat die überholte Einheit die gleiche oder eine bessere Kapazität. Also wenn du Glück hast, zerfliegt dir in 5 Jahren die Batterie nach 80.000, ja, und macht nur noch 60% der Leistung. Mhm. Und dann kriegst du am Ende noch eine modernere Batterie rein, als du vorher schon hattest, die am Ende mehr Dampf hat. Das Versprechen finde ich schon echt hoch hier. Da habe ich schon, wo ich erstmal das gelesen habe, habe ich schon gedacht, so wow, da hauen sie richtig in raus, ne? Das ist deutlich leiser, wir fahren schon 130. Jetzt wird's laut. Fahren wir so bis 200, wenn es geht. Bei 180 ist es hier gefühlt noch leiser als bei 130 im Tesla. Ja, ist schon lauter. Aber bei Tesla ist eh kein Autobahnauto. Oder? Also für Langstrecke ist der ja eher ungeeignet. Aktuell mit der Reichweite. Ja, es gibt ja auch noch Long Range und so, die können schon ein bisschen mehr. Also ja, hast du schon nochmal 100 Kilometer mehr. Was hätten der Long Range mehr gekostet? Ich glaube 8000. 8 Scheine? Mhm. Und wie viel mehr Reichweite hat er denn? Das müssten, also auf dem Papier sind es bestimmt wieder, weiß ich nicht, 200 Kilometer so, aber es sind, glaube ich, realistisch 100 Kilometer mehr, die du schaffst. Für 8 Mille? Puh, das wäre es irgendwie nie wert. Hast halt Allrad, okay, und hast halt deutlich mehr Performance. Also er hat dann direkt mal über 500 PS. Okay, gut, das ist natürlich dann schon eine Ansage. Ja. Das ist halt einfach merkbar. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt hast du ja einen Heckantrieb. Jo. Hast du Probleme gehabt im Winter? Nee. Auf Schnee? Nicht, gar nicht. Und gerade im Erzgebirge, da liegt schon ordentlich mal Schnee und ich weiß nicht, ob es an neuen Reifen lag, aber ging echt super gut. Okay. Hat mich auch überrascht, hatte ich auch so gedacht, scheiße, Heckantrieb. Mhm. Aber dadurch, dass halt der Motor auch auf der Hinterachse ist, geht das dann ist es okay. Wenn da genug Gewicht auf der Hinterachse hat, geht das. Wir fahren ja wieder runter. Ja, wir fahren jetzt rechts runter, ne? Und was ist dein Eindruck? Erzähl mal. Also echt geil. Ich muss wirklich sagen, das Einzige ist halt das Tablet von der Auflösung und das ist nie so der Hammer, ne? Ja, und halt, dass es so ein bisschen hakelig ist, aber ansonsten kann ich echt eigentlich kein schlechtes Wort über das Auto verlieren. Ich finde es echt sehr, sehr gut. Was mir halt gefällt, hier drängt sich halt kein Elektro-Sound auf. Ja. Das Ding ist eigentlich komplett ruhig so. Man hört ab und zu mal so ein bisschen so ganz leicht, aber nie irgendwie aufdringlich, ne? Wobei ich halt trotzdem sagen muss, jetzt in so einem Taycan oder im EQS den Sound, den finde ich auch richtig geil. Also der ist wirklich gut gemacht. Ja? Ja. Nur halt mal so ein paar Videos angeschaut, aber das ist halt, da fühlt es sich noch mehr wie in einem Raumschiff. Mhm. Na, hier ist halt, gefühlt sollte es halt ein Auto bleiben hier. Ja. Und nie irgendwie so, dass du den Eindruck hast, dass du hier in einem abgespaceden Hypermobil sitzt. Mhm. Ich denke, das spricht auch so ein bisschen zwei verschiedene Zielgruppen an, so ein bisschen. Ne? Tesla halt viel mehr dieses futuristische Junge. Ja, Hippe. Ne? Ja. Das kann durchaus sein. Kannst du als junger Mann anderen Leuten empfehlen, ein Elektroauto zu kaufen? Also, würdest du das empfehlen? Also aus reiner Überzeugung heraus oder reine weg, weil es einfach Sinn macht? Nö, also ich finde es tatsächlich wirklich geil und ich kann es auch empfehlen, aber ich muss sagen, Elektroautos sind momentan noch an einem Punkt, wo du echt noch Bock drauf haben musst. Hm. Weil wenn es dann wirklich mal so ist, dass es im Verbrenner überall überlegen ist, dann ist ja eigentlich... Gibt es keinen Grund mehr, einen Verbrenner zu kaufen, sag ich mal. Die Emotionen, ne? Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber jetzt ist es halt noch, du musst schon Bock drauf haben, gerade du musst ja halt ein bisschen schon noch orientieren und gucken, wo du laden kannst und so. Das ist halt, du kannst nicht unbedingt einfach drauf losfahren ohne Plan und hoffen, dass alles gut geht. Hast du dich vorher richtig informiert, so was du willst? War das eine bewusste Entscheidung? Also, oh geil, Tesla bestelle ich mir 5 Minuten und hab ihn. Nee, es ist tatsächlich, ich habe sehr lange gewartet mit dem Bestellen. Ich will den eigentlich schon seit 7 Jahren wollte ich den haben. Ach so. Also da gab es erst das Model S nur. Ach, du bist so richtig, eigentlich so richtig überzeugt so. Jo, das war... Das ist gar nicht jetzt irgendwie, ich will Geld sparen. Sondern du hast das Auto aus Überzeugung gekauft. Jo, interessant. Das war halt so, das Model S, das gab es dann, das hat über 100.000 gekostet, dachte ich, na, keine Ahnung, werde ich mir niemals leisten können. Mhm. Dann kam halt irgendwann das Model 3 und dann, nach ein paar Jahren habe ich mir es dann leisten können und dann habe ich es gemacht. Krass, okay. Und Bestellung ging alles natürlich online, schnell wahrscheinlich? Genau, das hatte ich innerhalb von einem anderthalben Monat nach Bestellung. Das Auto? Ja. Krass, das ist schnell. Das ist normalerweise noch schneller gewesen, teilweise hast du es einfach in 2 Wochen bekommen. Wow. Aber dann ging es schon so langsam mit der Chip-Krise los und jetzt bist du auch schon bei einigen Monaten. Also so. Über ein halbes Jahr, halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich. Geht aber immer noch. Ja, also im Vergleich zu anderen Herstellern. Mhm. Aber das ist auch, würde ich mir jetzt mein Auto genauso konfigurieren, würde ich schon über 400 im Monat bezahlen. Weil es ist übelst teuer geworden und es ist auch der Trend, dass es immer teurer wird. Ah,
Okay, gut, so verfolge ich das gar nicht so genau. Also wie gesagt, wir sind mit dem Polestar, kann ich nur noch mal betonen, äußerst zufrieden. Das Auto macht keine Mucken, funktioniert tadellos. Und ich denke mal auch, du würdest jetzt, wenn du jetzt den Vergleich jetzt, wenn du den abgibst, wenn du jetzt morgen den Tesla abgeben könntest, würdest du dasselbe Auto nochmal nehmen oder würdest du vielleicht dann doch ein anderes nehmen? Ich würde tatsächlich wieder das gleiche nehmen. Okay. Das ist halt so, es ist wirklich nicht nur ein Auto, sage ich mal. Es ist halt mehr eine Philosophie. Ja, sage ich mal, genau. Und halt mit Supercharging, das ist mega nice, was ja jetzt auch geöffnet wird für alle anderen Hersteller. Ja, das finde ich gut. Ja. Das finde ich interessant. Ich jetzt also als Tesla-Fahrer sehe es ein bisschen gespalten. Aber wenn weil dann deine Säulen dir weggenommen werden von anderen Gubis. Aber wenn die das ordentlich auslaufen, sage ich mal, dann ist es voll in Ordnung. Okay. Man muss halt ein bisschen mehr bezahlen dann. Ja, ja. Also du bist durch und durch von Tesla überzeugt und auf Deutsch gesagt, würdest du definitiv dir auch wieder einen Tesla holen. So ja, oder so. Würde ich. Okay, krass. Ja, aber da weißt du was, und da siehst du mal, das ist wunderbar schön jetzt mal zu hören, von den jungen Mann, das ist die Generation Elektro. Und die werden in den nächsten Jahren immer mehr. Und dann kommt die Generation Elektro, kommt parallel links. Generation, ich habe gar kein eigenes Auto. Ich für meinen Teil würde wahrscheinlich einen Polestar wieder nehmen. Ich würde wahrscheinlich keinen Tesla nehmen. Das hat auch für mich einfach... Schönen Feierabend, John! Ich würde wahrscheinlich keinen Tesla kaufen, weil mir das Auto einfach besser gefällt. Und das einfach für mich mehr Auto ist. Mhm. Ich bin nicht so dieser, wie ihr schon gemerkt habt, nicht so dieser Elektrotechnik-Spielfreak. So wie die junge Generation, das mehr ist. Also der Doron ist komplett so drin fit im Thema, ne? Ist gleich, wo was zu drücken ist und wie was zu machen ist und so. Wäre ich komplett überfordert. Das ist so das Seniorenfahrzeug. Ja? Wo, ach, Untermenü und da steht da und da kann ich dort drücken. Das ist logisch, weißt du? Dass sowas brauche ich. Das ist mir zu viel nehmen. Das ist zu viel, alles in einen reingequetscht. Das ist eigentlich, sag dir ganz ehrlich, das klingt jetzt hart, aber das ist die Boeing 737 MAX. Die einfach so voll ist mit Technik, dass sie kaum noch fliegen kann. Am Ende kann man sich über Geschmäcker streiten. Es wird wahrscheinlich nie das perfekte Auto geben. Man müsste jetzt so ein Ioniq 5 mal fahren. Das würde mich wirklich mal interessieren, das Ding. Das ist nicht schlecht. Fürs Geld ist das super. Für die Kohle, wenn man sich das mal überlegt. 360 Euro im Monat und du fährst ein neues Auto. Gut, an der Stelle. Willst du noch was sagen, Doron? Danke nochmal, dass ich fahren konnte. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch nochmal bei dir, dass ich da mal eine Runde drehen durfte. Endlich mal mit dem Tesla Modell 3. Und vor allem das aktuelle Modell, also aktueller Stand der Technik. Das fand ich jetzt mal äußerst spannend. Das bleibt gesund. An der Stelle sage ich jetzt auch Feierabend. Wir verabschieden uns, bedanken mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Der Doron sagt Tschüss. Ciao.